Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuschauer am Bildschirm, liebe Hiesche und Uhiesche, wie würden Sie auf die Frage antworten, wo ist Gott? Manche vielleicht, Gott, der ist nirgends, denn den gibt's doch gar nicht. Andere möglicherweise, Gott, der ist im Himmel. Aber wo ist der Himmel? Machen Sie sich mit uns auf den Weg zu Gott, dem Allmächtigen, denn wir feiern heute Himmelfahrt. Wir feiern das Fest, dass Gott uns näher ist, als wir uns vorstellen können. Herzlich willkommen in unserer Stadtkirche Zöblitz. Lasst uns Psalm 47 beten. Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er zwingt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unserem Könige. Denn Gott ist König über die ganze Erde, lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt, als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Schilde auf Erden. Er ist hoch erhaben. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und in Ewigkeit. Amen. Nun lasset uns beten. Jesus Christus, der Himmel steht offen. Du zeigst uns die Erde. Du bist bei Gott, du bist uns nah. Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen. Du hältst auch uns. Dir sei Ehre. Amen.
Hast du schon mal einen Neuanfang erlebt? Also ich habe einen Neuanfang erlebt, als ich umgezogen bin, habe somit meine alte Grundschule und meine Freunde hinter mir gelassen und bin dann nach Zöblitz gekommen, auf die Grundschule hier. Und eigentlich dachte ich am Anfang, ich könnte mich gar nicht einfinden und dass ich mich gar nicht wohlfühlen könnte. Aber dann habe ich eine liebe Lehrerin bekommen und habe mich auch gut in die Klassengemeinschaft eingefunden. Und jetzt bin ich auch schon auf der nächstgrößeren Schule und mein Weg, der vor mir ist, ist noch lang. Dankeschön. Sag mal, hast du schon mal einen Neuanfang erlebt? Ja, ich habe auch schon mal einen Neuanfang erlebt. Und zwar, als ich von der Grundschule auf die Oberschule gewechselt habe. Am Anfang dachte ich, ich muss alles zurücklassen. Meine Freunde gehen nicht mit dorthin. Aber das stimmte nicht. Sie kamen auch mit und das machte mir es noch mal leichter, mich dort anzupassen. Inzwischen fühle ich mich auch richtig wohl und bin auch froh, dass ich dorthin gegangen bin. Dankeschön. Sich den Jüngern nach seinem Leiden durch viele Beweise, als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von ihm gehört hat, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder errichten das Reich für Israel? Er aber antwortete ihnen, Es gebührt euch nicht, Zeit
und der Stunde zu wissen, die der Vater mit seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werde meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, die Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, wo ist denn nun dein Gott? Droben im Himmel? Aber der Himmel ist ziemlich weit weg, geradezu unerreichbar, nicht wahr? Da wundere ich mich nicht, wenn manche dann zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich egal ist, ob es diesen Gott überhaupt gibt, wenn der doch so weit weg oben im Himmel sei. Was ich damit meine? Ich möchte Sie noch einmal mit hinaus auf den Zöblitzer Kirchsteig zu unseren Konfirmanden nehmen. Ich ziehe mich nur noch schnell dazu um. Und dann geht's los. Hallo Konfis, schön, dass ihr es hier auf dem Kirchsteig so lange ausgehalten habt. Ich habe euch auch was mitgebracht, eine Flasche Helium und Luftballons. Und ich habe jetzt eine Bitte. Nehmt euch jeder einen Luftballon und blast ihn dann mit Helium auf und auf mein Kommando lasst ihr sie fliegen. Ich möchte euch und den Zuschauern nun erklären, was Himmelfahrt nämlich nicht bedeutet. Wenn ich auf Kommando los sage, lasst ihr bitte eure Luftballons steigen. Verstanden? Also, los! Moment, haltet sie noch mal fest. Zu spät. Obwohl nur ein paar Meter über uns sind die Luftballons für uns nicht mehr erreichbar. Aber genau so sollen wir uns die Himmelfahrt Jesu nicht vorstellen. Marius, was haben die Engel zu den Jüngern Jesu damals gesagt? Ihr Männer von Galiläa,
was steht ihr da und seht gen Himmel? Danke. Und das bedeutet, wenn ihr Jesus sucht, braucht ihr nicht in den Himmel glotzen. Dort oben werdet ihr ihn nicht finden. Gott wohnt nicht zwischen Wolken und Sternen. Und darum erklären die Männer in Weiß, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und glotzt gen Himmel? Wenn Jesus aber nicht dort oben zu finden ist, wo denn dann? Henry, was hatten die Jünger ihren Herrn denn gefragt? Kannst du diese Frage bitte noch einmal wiederholen? Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich wieder errichten für Israel? Die Jünger hatten eine Zeit lang nämlich gehofft, dass Jesus wie ein irdischer König ein sichtbares Reich, einen Staat errichten würde, in dem Recht und Gerechtigkeit herrscht. Und darum fragten die Jünger, ob nun, nach der Auferstehung Jesu, endlich dieses Reich beginne. Wir wissen aber nicht, wann das Reich Gottes sichtbar wird. Und darum mahnt Jesus und antwortet, es gebührt euch nicht, Tag und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wir wissen nun also, was Himmelfahrt alles nicht bedeutet. Gott ist also nicht dort oben zu finden, zwischen Wolken und Sternen. Und Jesus will uns auch keinen perfekten Staat versprechen. Arvid, jetzt brauche ich deine Hilfe. Was verspricht Jesus denn stattdessen? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet mein Zeugen sein. Den Heiligen Geist verspricht Jesus. Und das heißt, Gott ist bei uns. Jetzt können wir zurückgehen in die Kirche. Und währenddessen singt uns die Kurrende ein Lied. Tanzen, ja tanzen, wollen wir und springen, tanzen vor dem Herrn. Tanzen, ja tanzen, wollen wir und springen, denn fröhliche Kinder hat er gern. Liebe Gemeinde, was uns der Heilige Geist bedeutet, was er in unserem Leben bewirkt und verändert, das und noch viel mehr wird Pfarrer Harzer zum Pfingstgottesdienst im Mittelerzgebirgsfernsehen erzählen. So viel will ich aber heute schon sagen. Wo Gottes Geist ist, da ist Gott. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Gott kommt zu uns, Gott ist da und wo Gott ist, beginnt der Himmel schon heute. Sehen Sie über mir, über unserem Zöblitzer Taufstein das Deckenbild? Wie eine Taube steigt Gottes Geist herab und tritt in unser Leben. Wir sind Gottes Kinder. Darum wurde dieses Deckenbild auch über den Taufstein gemalt. Gott will mit uns, seinen Kindern, leben. Er will schon jetzt bei uns sein, uns durch Tag und Nacht begleiten. Aber Gott kommt nicht ungebeten. Er klopft bei uns an, er hofft, er ruft und hofft auf unsere Antwort, auf ein Ja. Aber er drängt sich nicht auf. Jesus spricht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein.
Danke, himmlischer Vater, dass du nicht fern im Himmel thronst, sondern zu uns kommst, uns deinen Geist schenkst und jetzt schon bei uns bist, bei uns, deinen Kindern. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Der Himmel geht über allen auf alle Wir bitten Sie heute um eine Kollekte entweder für Ihre eigene Kirchgemeinde oder für unsere Partner in Tansania, deren Land von Starkregen überflutet wurde. Bitte geben Sie dann die Kollekte mit dem Verwendungszweck Tansania entweder bei Ihrer Kirchgemeinde ab oder überweisen Sie sie auf das Konto des CVJM Lichtblick, das dann eingeblendet werden wird. Herzlichen Dank. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir dafür, dass du die Weite des Alls und die bewohnte Welt mit schöpferischer Kraft erfüllst und mit deiner grenzenlosen Güte trägst. Wir bitten dich für die Christen aller Kirchen im Osten wie im Westen, im Süden wie im Norden. Mache sie mutig durch den Glauben an dich. Und gib ihnen das befreiende Wort und die helfende Tat, auf die die Welt wartet. Gott erbarme dich, Gott erbarme dich durch deine große Barmherzigkeit. Gott erbarme dich, Gott erbarme dich. Gott, wir bitten dich für unsere von Krankheiten gefährdete und von Angst zerrissene Welt und heute ganz besonders für unsere Geschwister in Tansania, deren Land von Starkregen überflutet wurde und die zusätzlich vom Coronavirus bedroht sind. Wehre allen Mächten, die unsere Welt zerstören. Lass alle, die in Wissenschaft, Wirtschaft oder Politik, alle, die in sozialen Medien, auf der Straße oder durch ihr bloßes Wort auf andere Einfluss haben, nicht vergessen, dass wir alle vor dir verantwortlich sind für unser Handeln und Reden. Gott erbarme dich, Gott erbarme dich durch deine große Barmherzigkeit. Gott erbarme dich, Gott erbarme dich durch deine große Barmherzigkeit. Darum bitten wir dich ganz besonders, für alle, die sich in unserer Gesellschaft und in deiner Kirche für andere einsetzen, für unseren Oberbürgermeister André Heinrich und für unseren Landesbischof Tobias Bilz.
Gott, wir bitten dich für die Menschen, denen der Himmel verschlossen scheint, deren Fragen unbeantwortet bleiben, denen ihr Leben leer erscheint. Gott, erbarme dich, Gott, erbarme dich durch deine große Barmherzigkeit. Gott, erbarme dich, Gott, erbarme dich durch deine große Barmherzigkeit. Hilf den Gebückten zu aufrechtem Gang. Den Ängstlernigen nimm die Angst vor der Weite. Den Rückwärtsschauenden öffne den Blick nach vorne. Und die Zerstrittenen lass ein erstes Wort der Versöhnung wagen. Gott, dich loben wir, denn du erhältst deine Schöpfung. Du befreist uns zu deiner Liebe und wirst diese Welt einst vollenden. Gott, erbarme dich, Gott, erbarme dich durch deine große Barmherzigkeit. Gott, erbarme dich, Gott, erbarme dich durch deine große Barmherzigkeit. Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte Ihnen den Segen Gottes mitgeben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.